Seinen Namen habt ihr garantiert schon einmal gehört und ich freue mich, dass wir heute über viele Projekte sprechen, unter anderem über Truschel, der kleine Geisterhund. Ich freue mich, dass er da ist. Sönke Möhring, wie geht's dir und wo bist du? Es geht mir sehr gut. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Vielen Dank, dass ich kommen durfte, sozusagen. Ich bin zu Hause in Berlin nach einem schönen Sommerurlaub auf Sardinien, der aber absurd heiß war. Aber schön. Das freut mich, dass du direkt nach dem Urlaub hier vorbeischaust. Und Truschel, der kleine Geisterhund, ist ja noch ganz neu. Du hast tolle Leute um dich herum. Engelbert von Nordhausen hört man und der hat es auch geschrieben, der war hier auch schon zu Gast. Ihr kennt ihn als die deutsche Stimme zum Beispiel von Samuel Jackson und so viel mehr. Jeanette Biedermann ist dabei, Thorsten Münchow und auch ich habe eine kleine Rolle sprechen können. Aber erstmal lieber Sönke, erzähl uns, worum geht's denn bei Truschel und wen sprichst du? Ich spreche den Vater sozusagen von der Hauptfigur. Es geht um eine Familie, die umzieht in ein, ja, ich will jetzt auch nicht zu viel preisgeben, weil es lohnt sich tatsächlich, diese sehr, sehr schön geschriebenen und schön arrangierten Stücke zu hören. Eine Familie, die umzieht und insbesondere das Kind, der Junge, einen Hausfreund kennenlernt, den zunächst nur er sehen kann. Und damit verrate ich vielleicht nicht zu viel. Also es ist im Prinzip eine magische, geisterhafte Geschichte. Aber sehr schön, wie ein modernes, schönes Märchen. Also ich finde ja, Sönke, der Titel gibt's irgendwie schon her. Truschel, der kleine Geisterhund. Das stimmt. Ja, stimmt. Ich habe jetzt hier mich total politisch korrekt drumherum gewunden, aber du hast recht. Nein, es geht natürlich um den Truschel, den Geisterhund. Genau, und ich lese mal ein wenig was aus dem Inhalt vor. Nico, so heißt nämlich die Hauptfigur. Ich finde, es ist ein wirklich wunderschöner Name. Das ist ein sehr schöner Vorname. Nico ist sehr traurig wegen seiner Freunde und Oma und Opa, die er in Heilbronn zurücklassen muss. Was er nicht weiß, ist, dass es in der alten Villa spukt und er ganz schnell neue Freunde finden wird. Und zwar Freunde der besonderen Art. Und überhaupt ist da im hohen Norden jede Menge los. Wann hast du denn das erste Mal von diesem Projekt gehört? Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, aber gefühlt ist man seit Corona in so einem bizarren Zeitvakuum. Und manchmal überlegt man, wie lange ist denn das jetzt? Und dann stellt man fest, das ist das dritte Jahr. Deswegen ist das für mich irgendwie immer so gar nicht so einfach zuzuordnen. Ich verbuche das, glaube ich, die Anfänge auf 19, sowas. Und da fing es mit einer Folge an, sozusagen so eine Art Testfolge, die wohl aber ganz gut funktionierte. Und dann haben wir das auch sozusagen in einem tollen Studio eben mit dem großartigen Engelbert vor meiner Haustür auch noch sozusagen aufgenommen. Das war der erste Job, wo ich mal nicht stundenlang irgendwo anreisen musste. Und das war gleich von Anfang an so eine besondere, schöne, idyllisch-familiäre Arbeit, dass ich wirklich gehofft habe, dass das weitergeht. Und so kam es ja dann auch. Und mein Sohn will unbedingt die jetzt mal langsam hören und ich würde das auch gerne mal langsam. Es wird ja einige Folgen geben, drei sind bereits veröffentlicht. Und du bist, für dich ist das ja, glaube ich, noch eine andere Herangehensweise. Es ist ja eine Figur, die du ja auch spielst, aber jetzt nicht zum Beispiel wie bei den Filmen, in denen wir dich gesehen haben. Und ich möchte mit dir über ein paar deiner Filme sprechen. Das erste Mal habe ich dich gesehen, da wusste ich gar nicht, dass du es bist. 2003, Anatomie 2. Ja. Erzähl mir mal, wie war das damals für dich? Weil es war ja dein Debüt. Das war mein absolutes Megadebüt über den großartigen Stefan Rusowitzki, der Regie gemacht hat. Ich bin dem, glaube ich, im Zusammenhang mit meinem Bruder Wotan mal begegnet abends und hatte da jetzt gerade angefangen, auch mit der Schauspielerei. Und das war ein Mini-Auftritt. Ich war ein Fußballkapitän und durfte der Hauptfigur mal ordentlich vor Schienbein treten. Barnaby Matschurat und ist aber interessant. Also es war ein Mini-Auftritt, aber warum auch immer, und das stelle ich eh fest, man wird auf die absurdesten Szenen angesprochen. Und viele Leute erinnern sich daran und erinnern sich dann auch an mich. Und ich habe das überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Also so kann es da manchmal kommen. Also war nur ein Drehtag. Also Tarantino hat mal gesagt, es reicht eine gute Szene. Es reicht eine gute Szene. Das stimmt, das stimmt. Vor allem, wenn der gute Herr auch noch das Drehbuch schreibt, weil dann ist eigentlich sowieso jede Szene gut, weil er einfach gute Dialoge schreibt. Deine für mich stärkste Performance, also von denen ich gesehen habe, war tatsächlich bei Der Junge muss an die frische Luft. Das freut mich sehr. Also da hast du den Vater Heinz gespielt und das ist ja zu Beginn, für mich war er so, oh Gott, ey, was macht der denn da? Warum kann der nicht mal irgendwie da sein oder sonst was? Und letztendlich ist es ja ein so krasses Erlebnis, was
Vater Heinz da eben auch alles durchmacht. Und Julius Weckauf war damals hier auch zu Gast. Der hat den jungen Hans-Peter gespielt und outstanding, also großartig gespielt. Wie waren denn die Dreharbeiten mit diesem damals kleinen, jungen Talent? Also ich freue mich erstmal sehr, wenn ich so positiv auf diesen Film angesprochen werde, weil das ist, worauf wir auch, glaube ich, alle auch natürlich nach großartigen Caroline Link, die einfach wie niemand anders diese Art von Filmen, diese Genres so gut besetzt und vor allem auch inszenieren kann, ganz behutsam. Und freue mich sehr, dass dieser Film so gut funktioniert hat. Und es ist tatsächlich ein Film, der mich auch jedes Mal immer noch berührt. Und das will ja schon was heißen, wenn man damit so involviert war mit dem Prozess. Und mit Julius, das war was ganz Besonderes, weil das war tatsächlich ja auch sein erster Dreh. Und es war ja gleich sozusagen wirklich die Figur, die durch diesen Film ziehen musste. Aber wir hatten einfach von Anfang an, auch dank des großartigen Elternhauses und des häuslichen Umfelds und des familiären Umfelds von Julius, auch gleich nie Probleme mit irgendwelchen Allüren oder irgendwie sonst was zu kämpfen. Ja, also wir hatten natürlich längere Drehtage, weil Kinder dürfen ja nur kürzer drehen in Deutschland und wir mussten damit irgendwelchen Dubeln drehen, aber das hat ja unterm Strich alles ganz gut geklappt. Und für mich war diese Figur, der Vater Heinz von dem kleinen Hans-Peter, ja halt auch was Besonderes, weil wir würden natürlich aus dem Wissensstand, den wir heute haben, anders mit Depression oder mit psychischen Erkrankungen umgehen und da vielleicht auch eher drauf einwirken. Aber damals, so eine kriegsgeprägte Generation, da wurde man als hysterisch abgestuft und da ging das eben nicht. Und das habe ich tatsächlich auch mal so diesen Widerspruch in mir gespürt, so als moderner Mann oder als moderner Mensch. Hättest du das natürlich alles anders gemacht, aber in dieser Figur, die so befangen war, irgendwie die Familie zu ernähren und diese ganzen komplexen Themen, wo man dann nicht einfach weiß, umzugehen, das war eine große Herausforderung, aber hat mir viel, viel Spaß gemacht, diese Figur so zu spielen, ja. Es war, wie du auch schon sagst, wirklich Reihe durch fantastisch besetzt und ich möchte über die wahrscheinlich Schlüsselszene, an die sich jeder von euch neben der Eierlikör-Szene erinnern kann. Als Vater Heinz am Morgen von der Nachtschicht heimkehrt, ruft er sofort den Rettungsdienst, aber letztendlich kommt für seine Frau jede Hilfe zu spät und sie verstirbt. Nach einigen Tagen in der Klinik für Hans-Peter ist der Suizid der Mutter ein traumatisches Erlebnis. Also das war im Kino damals einer der krassesten Momente, die man sich überhaupt vorstellen kann, weil man war sich sicher, okay, das muss irgendeine Lösung für dieses Problem geben, aber was das war. So, jetzt denke ich mir natürlich, dass auch der Dreh, weil es war ja auch alles sehr abgedunkelt, ich glaube, die Stimmung am Set war bei dem Dreh dieser Szene schon sehr besonders, oder? Ja, das war tatsächlich auch, weil wir das aber auch gedreht haben in Gelsenkirchen war das. Wir sind ja mit den Motiven tatsächlich hin und her gezogen. Wir haben einen Teil in Berlin gedreht und einen großen Teil an unterschiedlichen Motiven in Nordrhein-Westfalen. Und das war, glaube ich, in Gelsenkirchen auch so eine ganz verlassene Straße, wo, glaube ich, gefühlt von 20 Häusern noch eins minimal bewohnt war. Und ansonsten war da wirklich der Zerfall auch dieser Region, die ja diesen Film in den 70ern so geprägt hat, auch spürbar. Und das hatte er aber gleichzeitig einfach visuell, wurde man auch gleich so ein bisschen runtergezogen. Und wir haben das dann tatsächlich auch sehr abgedunkelt gedreht. Und es war ja, es war mega emotional, das muss ich wirklich sagen. Also das sieht natürlich im Film dann auch nochmal emotionaler aus, beziehungsweise vertrister durch irgendwelche Filtertechniken. Aber im Großen und Ganzen war das so, war dieses ganze Umfeld, das Motiv und die Szene einfach perfekt füreinander, dass man eben auch diesen Kloß im Hals hatte, also auch beim Spielen tatsächlich schon. Ja. Ist Vater Heinz eine Figur, aber es ist ja auch eine echte, ein wirklicher Mensch gewesen. Ist das eine Figur, die du danach leicht wieder zurücklegen und ablegen konntest oder ist Vater Heinz manchmal noch irgendwo da? Eigentlich legt man das ja nie so ab, weil man ja von sich auch ganz viel Privates und Persönliches in die Figuren reinsteckt. Insofern ist der schon da, aber einfach auch aufgrund seiner Befangenheit und seiner das meine ich gar nicht despektierlich, aber dieser geistigen Unfähigkeit, adäquat auf solche komplexen Themen zu antworten. Und das ist sozusagen für mich immer ein Fanal, auch gegenüber Freunden, die vielleicht diese Befähigung nicht haben. Wenn die Dinge kompliziert werden, dann werden sie brachial oder sonst wie. Aber dass man sich diesen stellt, ob das Depressionen sind, ob das, weiß ich, sexuelle Präferenzen sind oder so. Aber niemand soll an diesen banalen Dingen, wie sie für mich sind, also natürlich sind Depressionen alles andere als banal, aber niemand soll damit alleingelassen werden. Und das ist, glaube ich, so, das hat der Heinz auch noch mal ein bisschen bei mir manifestiert. Das war mir zwar bewusst, aber es ist noch mal so in Erscheinung getreten und ist auch noch mal deutlicher sichtbar geworden in meinem Gefühlsleben sozusagen.
Und ist dann irgendwo in dir auch noch der gefreite Butz? Ja, auch, weil das ja auch eine ganz tragische Figur war. Das war letzten Endes der unterste Militärrang, der nur noch Kanonenfutter war. Was konnte man von einem Gefreiten zum Ende des Zweiten Weltkrieges, konnte man auch nichts mehr erwarten. Das war ja nur noch Kanonenfutter. Also es war ready to die sozusagen und eine ganz tragische Figur. Und für mich, ich habe mir einfach überlegt, dass er vielleicht schon drei Brüder verloren hat und den Vater allemal. Und da wird irgendeine Frau irgendwann sitzen und um den letzten Sohn weinen. Insofern war das eine Figur, die mich gleich auch sehr in Beschlag genommen hat und die mich auch sehr berührt hat tatsächlich. Also ich fand es auch eher, es war eine sehr, sehr traurig, tragische Figur, ja. Völlig. 2009 konnten wir dir dazugucken in Glorious Bastards von Quentin Tarantino. Eben deswegen der Satz, den Sönke vorhin gesagt hat, der war nicht eine Vermutung, sondern ja, das stimmt. Ja, ja. Realität. Und was war das für ein Granatencast? Til Schweiger, Brad Pitt, Christoph Waltz und ich möchte es herausheben, weil er ist einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler. Richard Sammel gehörte mit dazu. Ja, absolut. Ja, Richard ist toll. Großartig. Großartig. Ja. Er war hier auch schon zu Gast und ich schätze ihn unglaublich. Was für ein Schauspieler. Ja, großartig. Ich frage mich ja immer, heißt es Inglourious Basterds oder Inglourious Basterds? Naja, also die Amerikaner wissen es ja selber nicht so genau. Das ist, glaube ich, so ein bisschen... Aber Tarantino hat es halt auch einfach drauf. Ich weiß auch nicht, ich habe da ja übrigens einen Doppelauftritt. Ich wurde ja noch umgebaut. Das ist auch eine kleine Anekdote. Ich bin auch im Film geblieben. Ja, ja. Und zwar bin ich der Autogrammjäger in Paris. Mit so blonden Locken und so einem dicken Gesicht. Nee, aber das ist tatsächlich, glaube ich, so auch so... Tarantino lässt ja immer so kleine Stolpersteinchen. Und ich glaube, das ist ganz bewusst von ihm auch so angelegt. Wie spricht man das aus? Bastards oder Bastards? Also es ist so, ich würde Bastards sagen, weil es halt mit E ja geschrieben wird, aber vielleicht ist das ja auch eine Finte. Man weiß es nicht. Ich habe es mal so ausgesprochen und es waren interessante Reaktionen darauf, sagen wir mal so. Was hast du gedacht, nachdem du damals dort mitgespielt hast? Denkt man dann, Alter, jetzt geht's richtig durch die Decke oder das ist nur ein Teil des Weges? Nee, das ist ein Teil des Weges. Das war mir eigentlich von Anfang an klar. Haben natürlich viele jetzt gesagt, ja, jetzt kannst du rübergehen und so. Aber erstens geht das nicht so einfach. Man kann nicht einfach rübergehen. Man braucht ja erstmal auch ein Visa etc. Und zweitens war ich auch, glaube ich, vielleicht in dem Moment, vielleicht wäre ich heute mutiger oder versuchter gewesen, das zu wagen. Aber gleichzeitig war mir auch klar, mal ganz Hand aufs Herz, was willst du da? Da machst du vielleicht noch ein, zwei Mal irgendwelche Nazi-Geschichten. Ansonsten kannst du auf dem Broadway die Autos waschen für $7 die Stunde. Also das wollen wir mal realistisch sein. Und es war dann allerdings, muss ich gestehen, auch erstmal ganz schön ruhig so in Deutschland. Alle schienen da so gefühlt so ein komisch Hemmnis zu haben. Das war dann wirklich ein bisschen traurig. Aber ich hatte danach ja dann einen sehr, sehr tollen, großen Film The Impossible mit Ewan McGregor und Naomi Watts. Und das war dann eben sozusagen eine schöne Folge aus diesen Dreharbeiten, weil der Regisseur mich da bei Tarantino gesehen hat. Insofern alles gut. Fantastisch. Und was steht jetzt als nächstes an? Was darfst du schon verraten? Ich hatte ja mit dem Kida Ramadan gedreht. Der hat ja eine eigene Serie produziert mit meinem Bruder. Da spielen wir auch Brüdern. Das ist ein ganz kleiner gemeinsamer Auftritt, den wir haben. Aber das war im Rahmen unseres gemeinsamen Buchprojektes. Wir haben ein Buch herausgebracht, Rausch und Freiheit. Ich hätte es auch zufällig hier zur Hand liegen. Zeigst du es doch bitte, wenn es zufällig da ist. Natürlich, natürlich. Zufälligerweise ist es jenes Buch. Ja, und da hatten wir im Anschluss, Rausch und Freiheit, hatten wir im Prinzip im Anschluss an unserem gemeinsamen Dreh eben eine Lesereise, eine dreiwöchige. Das war sehr, sehr schön, weil wir lange nicht mehr so viel Zeit verbringen konnten. Und in diesem Buch geht's aber im Prinzip um die Brüderfindung und gar nicht so sehr um irgendwelche Filmgossip, sondern explizit verdichtet sich unsere Geschichte auf den Sommer 91 in New York City. So, und damit waren wir viel, das war viel Arbeit, das so auch so pressemäßig zu verwursten, sage ich jetzt mal so. Und dann habe ich jetzt gerade in Zürich Krimi gedreht, in Zürich und in Prag. Darf im Frühherbst geht's weiter mit Der König von Palma. Das ist so eine serielles Format bei RTL mit Henning Baum in der Hauptrolle. Spielt in den Anfang der 90er. Das ist kostümmäßig ein Fest. Ja, schöne Fukuhila-Frisuren und Schnauzbärte und dann drehe ich noch was für die ARD. Also alles auf dem Weg.
Klingt gut, vom König von Mallorca war damals Sandra Borgmann da, die spielt doch die weibliche Hauptrolle. Großartig. Ja, genau. Ja, großartig. Ja, sehr, sehr großartig. Sandra Borgmann ist super. Ja, sehr, sehr gute Schauspielerin und tolle, tolle Frau auch. Ihr seht also, ich habe nicht zu wenig versprochen. Dieser Mann ist wirklich massiv unterwegs und wer ihn jetzt mal hören möchte, der gönnt sich Truschel, der kleine Geisterhund. Dort ist er mit dabei und ich freue mich, dass du da warst. Sönke Möhring, vielen Dank für deinen Besuch in der Web-Talk-Show. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Dankeschön. Sehr gerne. Und du hast jetzt noch eine unglaubliche Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber eigentlich schon immer mal unbedingt sagen wolltest. Und heute ist der Tag, Sönke. Du hast aber noch ein paar Sekunden Zeit, darüber nachzudenken. Für euch da draußen gilt, macht das, was ihr liebt. Ich weiß, das klingt total banal, aber wenn wirklich mehr Leute das tun würden, wären viel mehr Leute glücklich. Deswegen hört mal in euch rein, es ist manchmal gar nicht so angenehm zu checken, das, was ich gerade mache, ist das wirklich das, was ich liebe? Oder das, was mir vielleicht andere Leute gesagt haben, was man mal machen sollte, sicherheitshalber. Ne? Deswegen hört in euch rein, bitte. Wir sehen uns morgen, wie jeden Abend zur Web-Talk-Show. Und jetzt die heutigen Abschlussworte von Sönke Möhring. Bis dann. Wann wird Cannabis legalisiert?